haben wir es für Sie am Anfang. Wenn Sie einmal hier nach links schauen. Ja. Okay. Jetzt haben wir es aber. Danke. Dann darf ich Sie herzlich begrüßen hier bei uns im Bundeslandwirtschaftsministerium. Das Bundeskabinett hat in seiner heutigen Sitzung den dritten Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung der ländlichen Räume beschlossen, den Bundesministerin Julia Klöckner heute vorgelegt hat und zusammen mit dem Bundesminister des Innern für Bau und für Heimat, Horst Seehofer, den wir hier auch herzlich begrüßen in unserem Haus, wird die Ministerin den Bericht jetzt vorstellen. Wir starten mit Statements, dann haben Sie die Möglichkeit zu fragen. Frau Klöckner, gerne. Dankeschön, Herr Paul. Lieber Horst Seehofer, wir beide kommen gerade aus dem Bundeskabinett und freue mich, dass Horst Seehofer hier in seinem, ich nenne es jetzt mal, alten Haus ist, an seiner alten Wirkungsstätte, denn er war auch ein sehr erfolgreicher Bundeslandwirtschaftsminister. Wir sind hier im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auch zuständig für die ländlichen Räume. Ich habe eine eigene Abteilung eingerichtet, die arbeitet für eine wirksame Förderung für lebendige Kommunen und auch für lebendige Landkreise. Denn klar ist, dass Ortschaften und Gemeinden nicht einfach nur Vororte von Ballungszentren sind, sondern eine eigenständige Region. Und das wird an Zahlen sehr deutlich. Rund 90% der Fläche in Deutschland sind ländlich geprägt. Mehr als 50% der Bürgerinnen und Bürger, der Menschen in der Bundesrepublik leben in ländlichen Regionen. Und etwa 46% der Bruttowertschöpfung wird in unseren ländlichen Regionen erwirtschaftet. Und die allermeisten, die leben hier sehr gerne, das zeigen auch die Umfragen, das ist verständlich. Ländliche Räume bieten viel Lebensqualität. Und gerade in der Corona-Zeit haben wir gesehen, wer auch mit Landräten spricht, wer zum Beispiel auch mit Förstern spricht, wer auch mit Tourismusorganisationen spricht. Wir haben in der Corona-Zeit einen Zulauf an Menschen verzeichnen können, die ein hohes Interesse haben, in den ländlichen Räumen sich aufzuhalten. Daneben existiert auch eine Vielzahl von Orten, wo es Herausforderungen gibt. Ländliche Räume sind nicht homogen. Es geht immer um die Frage der Wirtschaftskraft und der Daseinsvorsorge auch, die etwas damit zu tun hat, ob Abwanderung gestoppt werden kann. Und wenn Angebote vor Ort in den ländlichen Regionen abgebaut werden, dann sehen wir, dass es auch schwieriger wird für eine älter werdende Bevölkerung. Und deshalb besteht hier Handlungsbedarf. Und aus diesem Grund haben wir den dritten Bericht vorgelegt zur Entwicklung der ländlichen Räume in Deutschland. Was sind Indikatoren, die messen lassen, ob es besser gestellt ist in den ländlichen Räumen in der Entwicklung? Die Indikatoren dazu zählen zum Beispiel die Erreichbarkeit von Supermärkten, von Hausärzten. Es geht auch ums nächste Polizeirevier, also wie sicher fühlen sich Menschen in ländlichen Regionen. Wie weit ist es bis zur nächsten Schule? Das sind ganz zentrale Fragen, ob jemand in einer ländlichen Region bleibt oder nicht bleibt. Wir wollen keine Region Deutschlands verlieren oder zurücklassen, weil zurückgelassene Regionen auch zum Teil für extreme Positionen auch anfällig sind. Denn es geht darum, dass Deutschland zusammenhält und sich nicht spalten lässt. Um wirklich aber frei entscheiden zu können, ob ich in ländlichen Regionen leben möchte oder nicht, dazu brauchen wir aber überall zumindest Grundvoraussetzungen. Es geht nicht darum, dass wir gleiche Lebensverhältnisse haben. Das wäre auch ein bisschen komisch. Ich komme aus dem Dorf, 2600 Einwohner, Guldenthal. Die Stadt, wo ich lebe, ist Bad Kreuznach, rund 50.000 Einwohner. Das zu vergleichen mit dieser großen Hauptstadt Berlin, das würde sehr, sehr hinken. Überall bekommen Sie unterschiedliche Angebote. Und das kann man sich aussuchen, je nach Lebensphase natürlich auch. Als junger Mensch, glaube ich, da will man eher vielleicht weg vom Dorf in der Hauptstadt, und als junge Familie sucht man vielleicht eher das ländliche Leben. Aber das kann man nur dann tun, wenn auch Grundvoraussetzungen gewährleistet sind, wie wohnortnahe Kitas, Schulen, Ärzte, gute Verkehrsanbindung, flächendeckend schnelles Internet, kulturelle Angebote und das Ehrenamt.
Das spielt eine ganz große Rolle und deshalb habe ich in meinem Ministerium auch ein Referat für das Ehrenamt gegründet. Es geht um gleichwertige Lebensverhältnisse. Dazu wird Horst Seehofer noch etwas sagen, auch zur Kommission der gleichwertigen Lebensverhältnisse, die wir erfolgreich abgeschlossen haben. Und bei diesem Bericht, der Ihnen auch vorliegt, Entwicklung ländlicher Räume, haben wir Ziele, Schwerpunkte und Initiativen der Bundesregierung aufgeführt. Und es ist messbar, dass wir die Menschen in den ländlichen Räumen erreichen, erreicht haben, aber es ist eine Daueraufgabe. Auf 90 Seiten haben wir zum Beispiel zusammengestellt, das will ich für mein Haus kurz sagen, von 2014 bis 2019 haben wir 1,87 Milliarden Euro der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe, sie heißt Verbesserung der Agrarstruktur und Küstenschutz, in die ländlichen Räume investiert. Allein in die Gestaltung von lebendigen Dörfern zur Erhaltung flossen 472 Millionen Euro. Und vielleicht, dass man noch eine Zahl hat, 1850 Projekte haben wir in Deutschland gefördert. Da geht es um das Bundesprogramm ländliche Entwicklung. Das sind Impulse, die wir setzen, aber auch zum Beispiel der Wirtschaftsminister mit der Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Wie kann man messen, ob die Arbeit der Bundesregierung erfolgreich ist? Von 2000 bis 2017 ist das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in ländlichen Regionen um 60% beziehungsweise zwischen zwei, also nominal um 60% gestiegen. Und wir wollen, dass Stadt und Land auf Augenhöhe sind. Und da geht es um natürlich Blickrichtung, da geht es um, wenn wir in die Städte schauen, da haben wir den Wohnraummangel. Und das Thema Wohnraum hat natürlich in den ländlichen Räumen einen anderen Namen. Leerstand. Nicht überall, aber haben wir auch, das ist eine andere Herausforderung. Und wir dürfen die Debatte eben nicht aus nur einer Blickrichtung führen. Und es gibt Herausforderungen auf beiden Seiten. In den ländlichen Räumen geht es weniger um die neue U-Bahn-Linie, sondern um Läden, soziale Dienste, Vereine oder auch Bürgerbusse. Ich will sagen, dass ländliche Räume nicht lediglich Kompensationsorte sind für vielleicht städtische Wünsche oder Rückzugsräume nur am Wochenende, sondern sie sind vitale Wirtschaftskrafträume auch. Und deshalb müssen wir immer gesamtgesellschaftlich das Ganze betrachten. Es gibt vier Felder, die dieser Bericht in den Blick genommen hat. Das ist zum einen die Digitalisierung, zum zweiten die Nahversorgung und die Mobilität, zum dritten das Dorfleben und Kultur und zum vierten das Ehrenamt. Das will ich jetzt gar nicht alles einzeln aufzählen, sondern nur stichpunktartig, um dann auch gerne an Horst Seehofer das Wort weiterzugeben. Ganz entscheidend ist schnelles Internet. Machen wir uns nichts vor, nicht das drüber reden, sondern das machen. 5G, flächendeckend, nicht nur im Haus, auch über Feld und Flur. Das spielt auch bei der Landwirtschaft eine ganz große Rolle. Aber wenn wir davon sprechen, Homeoffice anzubieten, um zu entzerren in Pandemiezeiten, dann ist es nur möglich, wenn ich auch die modernsten Techniken auch auf dem Land nutzen kann. Man braucht Anbindung, Mobilfunk und auch schnelles Internet. Das ist wichtig. Und das Thema Lebensqualität spielt natürlich auch eine Rolle. Und deshalb Nahversorgung, Mobilität. Da haben wir viele Projekte, das können Sie gerne auch nachschauen. Wir haben bei den Mobilitätsangeboten Landmobil. Das ist ein innovatives Projekt, wo wir mehrere Mobilitätskonzepte fördern. 41 Vorhaben, die Pilotprojekte für andere Regionen sind mit über 6,5 Millionen Euro. Zum Dorfleben und Kultur nur zwei Sätze. Sie kennen den Bundeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft. Alle drei Jahre zeichnen wir in der Endrunde 25 Dörfer aus. Eine unglaubliche Dynamik. Ganz, ganz viele Dörfer machen mit. Und früher hieß es, als ich noch jung war, das ist ja auch jetzt schon ein bisschen her, hieß es, unser Dorf soll schöner werden. So heißt es heute nicht mehr, sondern Unser Dorf hat Zukunft. Und da spielen dann auch soziale Vernetzungen, Ehrenamt etc. eine Rolle. Aufgrund der Corona-Pandemie verzögert sich dieses Mal der Wettbewerb etwas, weil man auch eine Vorortbesichtigung macht. Und lassen Sie mich zum Abschluss das Ehrenamt kurz noch erwähnen. Das Ehrenamt, mehr als 45% der Menschen in den ländlichen Räumen engagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit.
Und wer sich um andere kümmert, um den kümmern wir uns. Und heute zum Beispiel wird die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement ihre konstituierende Sitzung haben. Wir haben zum Beispiel auch als zuständiges Ministerium ein Projekt seit Januar laufen, 18 Landkreise. Da fördern wir Hauptamt, das das Ehrenamt unterstützen soll. Bei Fragen der Versicherung, bei Fragen der Haftung, bei anderen Rechtsfragen. Datenschutzgrundverordnung hat auch nicht dazu geführt, dass jeder unbedingt gerne Vorsitzender eines Vereins werden möchte. Und da wollen wir mit Hauptamt eben auch helfen. Und wir haben eine Corona-Pandemie. In der Zeit haben wir ein Sonderprogramm aufgelegt für Nahversorgung, Ehrenamt, Starkenversorgung sichern. So viel von mir. Der Ausblick, glaube ich, wird dadurch auch klar. Uns geht es um gute Vorort, Infrastruktur, starke Kommunen, stabile Unternehmen und ein Ehrenamt, das lebt und auch belebt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir über die Ressorts hinweg zusammenarbeiten. Herzlichen Dank. Herr Minister Seehofer, bitte. Ja, liebe Julia, meine Damen und Herren, das Konzept von Julia Klöckner bettet sich ein in das große Ziel dieser Regierung, und zwar zum ersten Mal als Bundesregierung Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland. Wir haben bei aller guten Entwicklung in der Bundesrepublik, auch in den östlichen Bundesländern wie in den westlichen Bundesländern Räume, die man noch als Räume mit strukturellen Mängeln bezeichnen muss. Und deshalb hat sich die Bundesregierung vorgenommen, durch eine aktive Strukturpolitik aller Ressorts dazu beizutragen, dass diese Strukturschwächen überwunden werden und für alle Menschen in Deutschland gleichwertige Lebensverhältnisse geschaffen werden sollen. Das heißt übersetzt, die Menschen sollen dort leben können, wo sie leben wollen. Und das setzt voraus, dass wir in ihrer Nähe die wichtigsten Einrichtungen der Daseinsvorsorge schaffen, unterstützen, fördern, damit dieser Grundsatz, die Heimat nicht verlassen zu müssen, auch realisiert werden kann. Das ist zum ersten Mal, sagte ich, durch eine Bundesregierung so definiert worden. Die Federführung liegt im Innenministerium. Das, was Julia Klöckner heute vorgestellt hat, ist ein wesentlicher Teil dieser Strategie, weil jedes Ressort für sich jetzt bei den politischen Entscheidungen dafür sorgen muss, dass die Strukturpolitik auch in dieser Richtung gemacht wird. Ich darf neben dem, was die Ministerin Klöckner gerade geschildert hat, mal ein exemplarisches Beispiel herausnehmen, nämlich das Auswärtige Amt. Seit Bestehen des Auswärtigen Amtes hat das Auswärtige Amt noch nie eine nachgeordnete Behörde, eine Bundesoberbehörde gehabt. Jetzt wird die geschaffen mit vielen Mitarbeitern für auswärtige Angelegenheiten, zum Beispiel Visaerteilung. Und diese Behörde wird jetzt nicht in Berlin platziert, sondern in Brandenburg an der Havel. Das ist nur eines von sehr, sehr vielen Beispielen, wo Bundesressorts jetzt eben einen Bewusstseinswandel durchlaufen und darauf achten, dass ihre Entscheidungen, sei es wissenschaftliche Einrichtungen, dann all diese Dinge, die Julia genannt hat, Behörden, dass die eben dezentral, vor allem in den strukturschwachen ländlichen Räumen, gegründet werden. Ich darf Ihnen aus meiner früheren Verwendung in Bayern sagen, Sie erreichen damit, wenn Sie dies dauerhaft machen und als ganzheitliche Aufgabe verstehen, strukturpolitisch für die Menschen sehr, sehr viel. Wir hatten früher in meiner Heimat eine Spreizung der Arbeitslosigkeit etwa zwischen 1 und 15%, und diese Strukturpolitik über viele Jahre hat dazu beigetragen, dass diese Spreizung heute gerade noch 1% beträgt zwischen der Landeshauptstadt München und dem Bayerischen Wald. Und das ist die Folge einer solchen Strukturpolitik, wenn man die Arbeitsplätze versucht, zu den Menschen zu bringen und in ihrer Heimat die Einrichtungen der Daseinsvorsorge, du hast sie alle genannt, vom Polizeirevier bis zum Gymnasium, eben dezentral bildet.
Die Bundesregierung wird im Frühjahr des nächsten Jahres eine Bilanz dieser Legislatur zu diesem Punkt ganzheitliche oder vergleichbare Lebensverhältnisse in Deutschland zu schaffen. Ich unterstreiche, was die Ministerin gesagt hat. Das heißt nicht identische Lebensverhältnisse, sondern vergleichbare, damit man dort, wo man will, auch leben kann. Also im Frühjahr werden wir für alle Ressorts einen Bericht vorlegen, der dann auch im Deutschen Bundestag debattiert wird. Das ist sozusagen ein Zwischenbericht und in dieser Legislatur ein Endbericht. Was haben wir in dieser Legislatur auf diesem Feld jedes Ressort geschaffen? Und Sie werden dann selber nachvollziehen können, dass hier oft in aller Stille sehr, sehr viel geschaffen wurde. Vergessen Sie nicht den Kohleausstieg, der trifft ja mehrere Regionen, aber die Regierung hat entschieden, dass diese Arbeitsplatzverluste ersetzt werden durch eine aktive Strukturpolitik. Ich alleine habe für mein Ressort, für die Kohleregionen 5000 Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich, also durch Behörden, durch Außenstellen, Verlagerung von Behörden zugesagt. Und ich bin sehr froh, dass dieser Begriff Heimatministerium jetzt von allen Ressorts und von dir besonders aufgegriffen wird oder worden ist, um dieses Ziel für die Menschen zu erreichen. Ich darf dir danken. Du bist jetzt die Erste, wie immer, wenn es um wichtige Dinge geht. Und das ist schon sehr beeindruckend, was ihr da zusammengestellt und durch eure politischen Maßnahmen auch erreicht habt. Es ist schon schön, du weißt, wie lange wir darüber diskutiert haben, die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur, Küstenschutz jetzt auch mit dieser Zielsetzung zu versehen. Und das nutzt den ländlichen Räumen ungemein. Ohne Förderung, Unterstützung wird vieles nicht möglich sein. Herzlichen Dank für dieses gute Beispiel. Herzlichen Dank. Wir kommen zu Fragen. Wir gehen in der ersten Reihe. Bitte, wenn Sie kurz Ihr Medium und die ARD Hauptstadtstudio. Vielen Dank, Frau Ministerin Klöckner. Sie hatten die Zahl genannt, 60% sei das Plus zwischen 2010 und 2017 in den ländlichen Räumen. Da hätte ich gerne eine Vergleichszahl, wie das denn bundesweit war in der Zeit, beziehungsweise in den städtischen Räumen. Und in die gleiche Richtung zielt auch die Frage, Programme sind ja das eine, die man auch vorzeigen kann. Wo sehen Sie denn wirklich konkrete, messbare Erfolge und Verbesserungen, wo man sagen kann, in dem und dem Bereich haben wir sowas wie eine Trendumkehr oder was auch immer gestoppt, sei es nun beim Thema Digitalisierung, bei der Schulversorgung, ärztlichen Versorgung oder so. Egal was, können Sie konkrete Beispiele nennen, wo wirklich Erfolge? Also die Zahlen reichen wir Ihnen nach, die habe ich jetzt auch nicht aus der Hüfte. Die Vergleichszahlen müssen wir ja schauen, wie sah es zum Beispiel die 7 Jahre vorher aus. Dann wird es ja spannend, wenn man diese Päckchen auch miteinander vergleicht. Also das eine war nominal 60%, aber reichen wir Ihnen gerne nach. Sie fragen nach ganz konkreten Trendumkehren. Und da will ich deutlich sagen, das können Sie nicht komplett für Deutschland sagen, in einem Gießkannenartig, wir haben Ihnen ausgeteilt, müsste bei Ihnen liegen, den Landatlas. Und diesen Landatlas, den schreiben wir fort. Und das heißt, es gibt verschiedene Kategorien, wo Sie sehen, wo wir Trendumkehr zum Beispiel haben. Es geht darum, die Bevölkerungsentwicklung. Wir haben Regionen in den ländlichen Regionen, wo wir ganz klar messen können, wenn Infrastruktur ausgebaut worden ist, also Straßen, für die Mobilität, wenn vor allen Dingen der Zugang zur Versorgung des täglichen Bedarfs, Supermärkte, Dorfläden, dort wo Dorfläden sind, merken wir, dass sich im Dorf eine andere Struktur drumherum auch bildet. Also das heißt auch Treffpunkte, das heißt auch Ehrenamt, wenn es darum geht, auch ältere Menschen zum Beispiel in der Corona-Pandemie zu versorgen. Und dann kommt ein dritter Punkt hinzu, der sehr, sehr wichtig ist, das Thema Wirtschaft, sind Arbeitsplätze dort. Und der vierte ist immer, das zeigt sich gerade bei jungen Familien, haben wir die Chance, Familie und Beruf gut miteinander zu verbinden. Also Kita-Zugang, Schulzugang. Und das nicht nur durch einen Bus, der sehr sporadisch fährt. Das alles schauen wir uns an bei den verschiedenen Landkreisen. Das können Sie hier sich eben anschauen, wie unterschiedlich Deutschland ist durch diese Einfärbung. Und deshalb adressieren wir die Kommunen auch.
und sagen bei euch, und die Kommunen schauen sich das auch an, deshalb haben wir diese Gemeinschaftsstruktur, diese GAK, die hat sich echt bewährt und da haben wir wieder mehr Geld reingegeben. Wir geben 60%, die Länder 40%. Das heißt, wir schaffen Möglichkeiten der Förderung und Sie sehen es zum Beispiel hier bei Schulabgängern ohne Abschluss, wie sich das in Deutschland verteilt, was dann auch etwas damit zu tun hat, ob ich Fachkräfte gewinne oder nicht. Und jetzt müssen wir uns anschauen, über einen längeren Zeitraum, hat man passgenau hier etwas verändert? Das ist unser Ansinn. Wo sich was verändern muss und was wir auch mit einem Beschluss unterlegt haben und schrittweise, für mich zu langsam, sage ich ganz offen, aber jetzt kriegen wir einen Schub, ist das Thema 5G. Und 5G, sage ich auch als Landwirtschaftsministerin, brauchen wir in der Fläche. Und wir dürfen uns nicht schönreden mit der Anzahl der Haushalte. Das hört sich immer schön an, aber wir brauchen es in der Fläche. Das brauchen wir. Und da sehen wir, vielleicht kann ich noch eins sagen, eine Trendumkehr haben wir wirklich dort, wo wir einen demografischen Wandel haben, wo wir die Sorge hatten, es gibt kaum noch bürgerschaftliches Engagement, weil der demografische Wandel in einigen Regionen so intensiv ist. Da sehen wir, dass durch Hilfsmaßnahmen, durch rechtliche Beratungen etc. und durch Projekte, die wir gefördert haben, auch im Kulturbereich zum Beispiel, dass wir dort eine Stabilisierung von ehrenamtlichen Engagement haben. Wenn Sie noch erlauben, zu früheren Zeiten, wenn man eine Stiftung Ehrenamt mit der Behörde gegründet hätte, hätte man die am Ort des Regierungssitzes gegründet, also hier in Berlin. Wir haben sie nach Mecklenburg-Vorpommern, Neustrelitz. Und es war gar nicht so einfach, dafür die Kräfte zu gewinnen, die Leitung, um die wir uns auch persönlich gekümmert haben. Und das ist strukturell von ungeheurer Bedeutung, hat auch die Ministerpräsidentin Schwesig, war persönlich anwesend bei der Inbetriebnahme, sehr honoriert, weil sie weiß, welche Bedeutung das in der Stahlkraft hat. Nachahmungen, da werden sich andere Bereiche, andere Dienstleistungsbereiche im Umfeld, das wissen wir aus der Erfahrung, gründen. Ich habe als Beispiel, wir bräuchten heute einen ganzen Tag dazu, eine Außenstelle des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie nach Sachsen gegeben. Nicht nach Leipzig oder Dresden, sondern nach Freital in den ländlichen Raum. Wir haben eine Außenstelle des Bundesverwaltungsamtes bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt gegründet. Wir haben eine andere Stelle in Gera in Thüringen gegründet. Das sind die Dinge, die die Regierung selbst machen kann, weil sie selbst die Trägerin der Behörden ist. Und wenn man dann noch die Wirtschaftsförderung so umstrickt, wie sie Julia gerade genannt hat, ihre GAK, aber auch der Peter Altmaier mit seiner Förderung der regionalen Wirtschaft, indem er die Förderprogramme seit Anfang dieses Jahres schon umgestrickt hat, Schwerpunkt in strukturschwachen ländlichen Räumen. Dann entstehen da auch mittelständische Betriebe, die übrigens dann dort etwas leichter Arbeitskräfte gewinnen, als es in Blütezeiten in Berlin oder in München möglich ist. Aber wie gesagt, der Gesamtbericht der Regierung wird im Juli, im Frühjahr vorgelegt und der hat eine Fülle dieser Beispiele, wo, und ich glaube, das ist die Trendumkehr, der Bewusstseinswandel, dass man in ministeriellen Apparaten, die ja sonst immer in erster Linie an Metropolregionen denken, jetzt an die strukturschwachen ländlichen Räume denkt. Das ist ein großer Fortschritt nach etwa einem Jahr Abschluss dieser Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse. Der Bewusstseinswandel und dann die konkreten Maßnahmen. Und ich glaube, wir werden im Laufe der Jahre hier eine sehr gute Bilanz vorlegen können, was die Abwanderung von Menschen, von jungen Menschen aus strukturschwachen Gebieten betrifft. Darum geht es ja vor allem, die Menschen zu halten in der Region. Und wir haben die Erfahrung, wenn die Schulen verschwinden, weil nur noch ältere Bevölkerung in einer Region lebt, du kennst das aus deiner Heimat, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Familien verschwinden und wegziehen. Und diesen Trend umzukehren, darum geht's. Eine weitere Frage? Herr Dieter Roxel, RTL NTV Hauptstadtstudio, eine Frage an Sie beide. Inwieweit sehen Sie denn vielleicht auch jetzt in der aktuellen Situation mit der Pandemie, wo vielleicht viele sagen, möchte nicht in der engen Stadt wohnen, ich kann Homeoffice machen, bedeutet, ich muss nicht mehr
ewig weit pendeln, wenn ich auf dem Land wohne, durchaus auch eine Chance für gegen diesen Abwanderungstrend, den Sie beide beschrieben haben, und inwieweit beobachten Sie den vielleicht auch? Und wenn Sie erlauben, hätte ich noch eine etwas allgemeinere Corona-Frage an Herrn Minister Seehofer. Wie blicken Sie denn auf das Weihnachtsfest in diesem Jahr? Was glauben Sie, unter welchen Bedingungen das noch möglich sein kann? Danke für Ihre Frage und ich stimme Ihnen absolut zu in der Beobachtung, die ja schon implementiert ist in Ihrer Frage, dass sich der Blick auf die ländlichen Räume in Zeiten der Pandemie verändert hat. Im Übrigen auch auf die Landwirtschaft, auf regionale landwirtschaftliche Produktion. Und im Übrigen auch, wenn es um die Urlaubsgestaltung geht, in Phasen, wo das möglich ist, die sich auf Deutschland, auf die ländlichen Regionen konzentriert hat. Ich selbst bin auch Mitglied des Kreistages. Also ländlich geprägt, habe mit der Landrätin und mit vielen Landräten Kontakt, mit dem Landkreistag, aber auch mit dem Gemeinde- und Städtebund. Und die verzeichnen, wenn ich es jetzt mal im Schnitt sehe, die verzeichnen ein hohes Interesse, in Zeiten der Pandemie also Räume zur Verfügung zu stellen, im Übrigen für Vereine, die aus der Stadt kommen. Also Musik- und Turnvereine und Chöre, die in einer Stadt ihre Gesangsproben haben, selbst bei mir so im ländlichen Raum, aus der Stadt werden jetzt Anfragen ans Land gestellt, an Dorfgemeinschaftshäuser, die eine Breite haben, eine Weite haben, oder sogar an Bauernhöfe wegen der Scheune, dass man dort seinem Ehrenamt nachgehen kann. Das finden Sie natürlich so in der Stadt nicht. Oder Sie können es sich nicht leisten aufgrund der hohen Mietkosten. Das ist eine ganz pragmatische Entwicklung und nachvollziehbare Entwicklung, warum das so geschieht. Der zweite Punkt ist, wir merken eine hohe Nachfrage. Das hat mir ein Immobilienhändler gesagt. Ob das jetzt für ganz Deutschland, für alle Regionen gilt, das mag ich jetzt nicht so beurteilen. Aber eine hohe Nachfrage auch nach Immobilien in den ländlichen Räumen. Also mit der steigenden Möglichkeit, Homeoffice wahrzunehmen und mit der Perspektive, dass auch nach einer Pandemie die Möglichkeiten des Homeoffice, wir haben ja einen Schub auch der Digitalisierung, auch in unseren Häusern merken wir das ja, was Ausstattung anbelangt und Nutzung und WebEx und ich will jetzt keine Werbung, es gibt auch Zoom, es gibt viele andere Sachen, also Online-Schaltungen. Das alles wird sicherlich in vielen Punkten auch nach einer Pandemie bleiben. Und da rechnen sich auch viele Familien etwas aus und sagen, wenn ich nicht jeden Tag mich in den Stau begeben muss, um zum Arbeitsplatz zu fahren, sondern auch zu Hause arbeiten kann, dann gewinnen die ländlichen Räume an Attraktivität. Also das merken wir, aber ich sage ganz klar, was für viele, viele ein Thema ist, ist die Sicherheitsfrage. Soziale Sicherheit, gesundheitliche Sicherheit, klar natürlich auch, was innere Sicherheit anbelangt, aber Sie sehen das, dass gerade ältere Leute und Junge, wenn jemand Älteres gesundheitliche Probleme hat, ist die gesamte Familie ja irgendwie betroffen, auch was die Organisation angeht. Und wir müssen es schaffen, vielleicht kriegt nicht jeder seinen Arzt immer, aber einen Arzt. Das ist notwendig. Und da sehe ich eine hohe Chance. Und da müssen wir ganz eng mit den Kommunen arbeiten. Und Sie sehen auch die unterschiedlichen Qualitäten, zum Beispiel von Landräten, wie kreativ viele sind. Und ich kann Ihnen auch sagen, wer welche Gelder abruft. Und es gibt Länder, die lassen Bundesgeld einfach liegen. Das bedauere ich auch bei meinem Heimatbundesland. Das ist schade, dass die GAK, wir stellen Millionen zur Verfügung und einige lassen es liegen, womit man die ländlichen Räume wirklich nach vorne bringen könnte. Letzter Punkt, auch die neue Agrarpolitik Europas. Wir haben ganz intensiv die Entwicklung der ländlichen Räume mit der sogenannten zweiten Säule gestärkt, ELA-Programme etc. Ja, jede Krise ist bekanntlich auch eine Chance. Das zeigt die ganze Menschheitsgeschichte. Und diese Chance besteht unter anderem in dieser Pandemie in der Nutzung von Homeoffice. Da haben sich Dinge entwickelt, die viele, auch bei uns im Innenministerium, die lange mit Verwaltung und diesen Dingen zu tun haben, sich vor wenigen Monaten gar nicht vorstellen konnten. Da war immer das Vorurteil, wenn die Menschen zu Hause aus arbeiten, dann wird nicht mehr gearbeitet und dann nimmt die Qualität der Arbeit ab. Ich kann Ihnen sagen, wir nutzen es. Wir haben immerhin 80.000 Beschäftigte
alleine im Innenministerium und Geschäftsbereich. Wir nutzen es äußerst intensiv. Es wird von den Beschäftigten angenommen. Es ist für viele, wenn sie an Frauen mit Kindern denken, auch eine wesentliche Erleichterung, auch für den Nahverkehr eine Entlastung. Und ich kann überhaupt nicht feststellen, dass an der Qualität der Arbeit irgendwo ein Einschnitt stattgefunden hat. Und deshalb können wir im Moment wegen der Pandemie vorführen, dass Homeoffice weder für den Arbeitgeber noch für die Arbeitnehmer ein Schreckgespenst sind. Das ist ja auch kein Hexenwerk. Das funktioniert wunderbar und das hilft uns jetzt. Natürlich bei der Stärkung der ländlichen Räume, weil sozusagen auch die Arbeit in die Wohnungen transportiert werden kann und umgekehrt an den Arbeitsplatz, wenn er zum Beispiel in Berlin ist. Das sagte ich immer, Arbeit zu den Menschen bringen. Und das Homeoffice ist ja ein Beitrag, Arbeit zu den Menschen zu bringen und das Ergebnis wieder in die Zentrale nach Berlin. Also das halte ich als ausgesprochene Chance dieser ansonsten so tragischen Situation, in der wir gerade leben. Weihnachtsfest, da fangen Sie jetzt den Falschen. Aus Ihrer Sicht bin ich da wahrscheinlich altmodisch, weil ich Weihnachtsfest immer in der Familie gefeiert habe und da ändert sich für mich nichts. Ich hoffe allerdings, dass wir Weihnachten oder in der Weihnachtszeit und um den Jahreswechsel in einer epidemiologisch besseren Situation sind als heute. Und es geht nur mit Disziplin. Wenn wir die einhalten und die Bevölkerung einhält und die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist ja diszipliniert, dann werden wir auch wieder zu günstigeren Umständen kommen, also was die Pandemie angeht. Aber wir dürfen jetzt nicht mit dem Hinweis, der Anstieg ist nicht mehr so dynamisch, dürfen wir nicht nachlassen, sondern müssen schauen, dass wir in einen Rückgang kommen und in deutlich geringere Zahlen. Ich nenne jetzt mal ein Argument, weil ich selber mal von einer schweren Viruserkrankung erfasst war. Unterschätzen Sie nicht bei schweren Erkrankungen mit Covid-19, dass viele der schwer Erkrankten lebenslang Folgeschäden haben. Es wird ja nur immer über die akut Infizierten und über die Todesfälle gesprochen. Der Aspekt kommt mir viel zu kurz, was an Folgeschäden bei schweren Erkrankungen in der Lunge, am Herzen, in den Nieren und auch im Kopf erfolgen kann. Auch das müssen wir mit berücksichtigen. Da müssen wir um die Vermeidung jeder Erkrankung kämpfen. Ohne dass wir jetzt jedes Niesen schon als Corona. Wir haben es als Bevölkerung mit selbst in der Hand, wie unser Weihnachtsfest aussehen wird. Natürlich, wie wir es gesehen haben, gibt es viele, die sich an die Regeln halten, die aber dann das mit ausbaden müssen, was andere, die sich nicht dran halten, dann auch mit verursachen. Pressechef, sind Sie in der Lage, mich zu entlassen? Wegen eines Folgetermins, aber wenn noch eine dringende Frage ist, gerne. Wir hatten noch zwei Fragen, Herr Link, an beide oder? Ich mache es ganz schnell. Dann machen wir vom SWR. Eine Frage an Frau Klöckner. Sie schreiben ja, die Corona-Lage verschärft auch die Finanzlage der Kommunen. Also wie sehr befürchten Sie, dass die Corona-Strukturen, die sich jetzt aufgebaut haben, auch mit viel Fördergeld wieder zurückgehen, weil das Geld nicht mehr da ist? Und Herrn Seehofer, Sie haben das ja alles sehr positiv dargestellt. Die Legislatur geht jetzt bald zu Ende. Zu Beginn der Legislatur gab es ja durchaus, ich sag mal, Wünsche, dass Sie auch mehr Ressorts kriegen für diesen Bereich, nämlich auch ins Heimatministerium. Manches liegt dann im BML. Ist das aus Ihrer Sicht jetzt alles perfekt und super oder sollte man das nochmal in einer nächsten Legislatur möglicherweise noch mehr konzentrieren und zuschneiden? Zu Ihrer ersten Frage, die ich gern beantworte, Herr Link. Die Sorge, dass die Finanzlage, das hat nicht nur was mit Kommunen zu tun. Also der Staat selbst, die Bundesrepublik Deutschland, wir als Bund, nehmen so viel Geld zurzeit in die Hand, dass nachher auch wieder in einen ordentlichen
in einen ausgeglichenen Haushalt erarbeitet werden muss. Also das, was wir jetzt ausgeben und das, was wir jetzt an Geldern in die Hand nehmen, das ist ja nicht alles Erspartes, sondern das wird ein ganz klarer Abbaupfad sein werden für die kommende Zeit. Wir können uns das nur deshalb so leisten, weil die Finanzminister davor eben eine ordentliche Haushaltspolitik gemacht haben. Sonst wäre das nicht möglich. Sonst ging es uns wie einigen Nachbarländern, die schwierige Zeiten erleben. Wir auch, aber wenn sie dann auch noch materiell schwierig sind, wird es hart. Und insofern sind auch die Bundesländer gefragt, dass das, was vom Bund kommt, dass das auch ergänzt wird durch Aktivitäten der Bundesländer. Es ist wichtig, dass auch die Bundesländer ihren kommunalen Finanzausgleich auch überprüfen. Der ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn sich Strukturen verstetigen, die es überhaupt nicht mehr möglich machen, für eine Kommune auf den grünen Ast zu kommen, dann hilft alles Bundesgeld nichts. Also deshalb, ich bin dennoch optimistisch. Es ist viel teurer, etwas, was zum Erliegen gekommen ist, wieder ins Leben zu bringen, als wenn wir Brücken bauen, so wie wir das jetzt auch mit unseren Projekten machen. Im Übrigen hilft der Bund den Kommunen in diesem Jahr, indem er einen Großteil der Gewerbesteuerausfälle ersetzt. Und zwar mit der Philosophie, es ist viel besser, wir halten den Laden im Laufen, als wenn er zusammenbricht und dann muss man viel, viel stärker einsteigen. Also diese Strategie der Regierung, dies auch mit Schulden zu tun, ist richtig. Sie wird ja auch von Ökonomen in der Substanz nicht kritisiert. Zur Ressortverteilung kann ich Ihnen sagen, ich gehöre jetzt der 7. Regierung an in meinem Leben. 2 habe ich selbst geführt und ich habe vor einigen Monaten mal im Kabinett gesagt, dies ist eine der besseren Regierungen, die ich persönlich miterlebt habe. Und ich habe seit 1980 alles miterlebt. Und deshalb sehe ich keinen Anlass, jetzt an dieser Ressortverteilung etwas zu ändern. Ich sage nochmal, das Innenministerium als Heimatministerium hat die Federführung und die Zuständigkeit für all die fachlichen Fragen bleibt in jedem Ressort. Wir könnten das gar nicht machen, was hier jetzt gemacht worden ist für die ländlichen Räume, aber wir achten darauf, dass es gemacht wird. Nicht als Vormund, sondern als Partner. Und es funktioniert, gerade in dem Bereich. Es funktioniert übrigens auch in der Digitalisierung, ist ja auch auf mehrere Ressorts verteilt. Und das hat sich aus meiner Sicht bewährt. Und es muss nicht immer alles konzentriert werden in einem Haus, das ist oft gar nicht so gut, wenn sich mehrere um das gleiche Thema kümmern und sich als Kollegen verstehen, was unstreitig der Fall ist, dann funktioniert es. Ich hatte eins vergessen, will ein konkretes Beispiel für Herrn Link noch kurz nennen. Wir haben sehr schnell eine Förderrichtlinie aufgelegt für das Ehrenamt in den ländlichen Räumen, die anderen helfen. Also wenn es um die Nahversorgung, Ernährung zum Beispiel geht, die Tafeln haben ein ganz großes Problem. Die mussten zum Teil schließen wegen Kontaktbeschränkungen. Die Menschen, die dort helfen ehrenamtlich, sind meist vulnerable Gruppen. Essen wurde, wenn dann, auch in die Häuser gebracht zu anderen vulnerablen Gruppen. Das heißt, dass die Kosten enorm gestiegen sind für diese Initiativen und viele auch vom Dichtmachen waren. Deshalb habe ich ein Projekt, ein Programm aufgelegt, das quasi dieses Ehrenamt, die anderen helfen, noch unterstützt. Und da haben wir jetzt sehr, sehr viel Geld auch ausgezahlt für Schutzausrüstung, für Spritkosten, für vieles andere auch. Und die können weiter bestehen. Das wollte ich noch so als Beispiel nennen. Eine letzte Frage. Genau. 2 Punkte nur. Das Thema Breitbandausbau. Sie haben angedeutet, Sie sind nicht zufrieden mit dem Tempo. Was ist da falsch gelaufen? Das zweite Thema Entfernung von Notfallversorgung. Das war ja auch DPA heute aufgemacht. Was muss denn mehr geschehen aus Ihrer Sicht? Was ist da falsch gelaufen? Horst, du musst los. Ich war selber hier einige Jahre, mir gefällt es hier, den Neubau haben wir noch geplant, kehre auch gern wieder zurück, aber ich habe Folgetermin, ich bitte um Verständnis. Alles Gute. Danke dir, wir hören uns. Danke. Dir auch. Antworte Ihnen gerne. Es war Breitband die Frage. Was ist da schiefgelaufen? Ich habe den Eindruck, dass dadurch, dass natürlich in der föderalen Struktur
auch nicht immer die Koordinierungen von den einzelnen Landesregierungen so zentral auch gelaufen sind, dass deshalb einige Bundesländer sehr weit sind. Das können Sie gut vergleichen, auch in dem Atlas. Und andere Bundesländer nicht. Also Bundesregeln gelten ja für alle Bundesländer. Ja, also insofern kann es nicht an einer Bundesgesetzgebung liegen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Förderkriterien des Bundes manchmal nicht zu neu aufgelegten Förderkriterien, die sich ergänzen sollen, der Länder gepasst haben. Das heißt, dass zum Beispiel Landräte oder Verbandsbürgermeister auf uns zugekommen sind und sagten, wir würden das Geld gerne abrufen mit einer Kofinanzierung des Landes, aber das Land lässt nur zu, wenn wir kreisweit ausschreiben und nicht Verbandsgemeinde genau. Und so hat sich das gegenseitig auch blockiert. Ich habe zum Beispiel Mittel aus der GAK, Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, speziell für den Breitbandausbau. Und normalerweise würde man ja denken, das geht weg wie geschnitten Brot, dieses Geld, just für dieses Programm. Da ist so viel liegen geblieben. Und das ist das Ärgerliche. Es gehört Koordination dazu, es gehört auch gemeinsame Ausschreibung dazu. Ich habe gute Beispiele von Bürgermeistern oder Landräten, die haben einem Mobilfunkanbieter gesagt oder einem Breitbandanbieter gesagt, ihr bekommt den Anschluss, ich helfe euch, den Anschluss zu allen meinen Regionen, aber ihr kriegt nicht nur die Filetstücke. Ihr müsst dann alle, macht uns ein Mischangebot, ein gutes Angebot, das die entlegenen Gebiete und aber auch die Filetstücke miteinander anbindet. Und da merken wir, die kommen voran. Was wir jetzt machen werden, wir haben ja mit unserem Programm bis 2025 flächendeckende 5G-Anbindung, haben wir die nötigen Finanzen eingestellt, aber auch die nötigen Rahmenbedingungen als Bund. Manchmal dauert es seine Zeit, bis man dann sagt, so Leute, jetzt habt ihr alle gesehen, es geht mit unterschiedlichen Hüten oder mit Hüte, die verschiedene Leute aufhaben, nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Und diese Pandemie ist auch zum Teil eine Chance, um Neues, also oder um auch zu sortieren, dass etwas schneller geht. Und dann hatten Sie noch eine Frage gehabt. Das war die ärztliche Versorgung auf dem Land. Ja. Was zu tun ist, sagen Sie. Naja, das fängt auch wieder, ich will es nicht immer auf die Länder jetzt runtergeben, subsidiär, aber es ist so. Es fängt ja an mit der Ausbildung der Ärzte. Also gibt es genügend Studienplätze? Wenn Sie künstlich die Bewerberzahl runterrechnen mit einem Numerus Clausus, der bei 1,0 liegt, künstlich runterrechnen, nur damit mehr Leute rausfallen, damit Sie nicht die Studierenden oder die Studienplätze erhöhen müssen, dann ist das auch ein hausgemachtes Problem. Also wenn ich an meine Schulzeit denke und diejenigen, die 1,0 hatten, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt diejenigen immer waren, die so gerne in den Arztberuf auch gehen wollten oder geeignet waren. Das muss jeder natürlich selber beurteilen. Und deshalb meine ich, müssen alle Länder sich auch fragen, haben wir genügend Studienplätze, haben wir auch genügend Praxisplätze in den Kliniken? Und vor allen Dingen, kann man es nicht noch stärker in Kooperationen in die ländlichen Räume auch legen, zumindest die Praxiszeit, um dort dann auch Affinitäten schon zu unterstützen, in den ländlichen Räumen zu bleiben. Zweiter Punkt heißt, was kann man machen? Da gibt es schon sehr, sehr gute Initiativen, dass Ärzte sich zusammenschließen und einen Belegungsplan in den ländlichen Regionen machen. Das heißt, wer ist montags da, wer ist dienstags da, also dann ist man Zahnarzt da, dann ist man Allgemeinmediziner da. Und Kommunen bieten, die finanzstark sind, jetzt schon Praxisräumlichkeiten, die eingerichtet sind mit dem kommunalen Geld, bieten sie an, damit ein Arzt kommt. Oder es gibt eine Prämie, wenn ein Arzt mindestens 10 Jahre bleibt, solche Dinge spielen eine Rolle. Aber das muss vor Ort mit geschehen. Dann herzlichen Dank auch an die Zuseher digital und auf bald. Ja. Vielen Dank. Zusammen.